Vengo a compartir con ustedes. Ich bin gekommen, um mit Ihnen compartir, mitzuteilen, um Ihnen mitzuteilen. Una historia que ha cambiado mi vida. Eine Geschichte, die mein Leben verändert hat. Y es un encuentro que he tenido con Dios. Und das ist eine Begegnung, die ich mit Gott hatte. Yo sé que cada uno de nosotros como católicos, ich weiß, dass jeder von uns als Katholik, hemos tenido un encuentro con Dios. Dass wir eine Begegnung mit Gott hatten. Solo que hoy es mi turno de contarlo. Heute bin ich da dran, von meiner Begegnung mit Gott zu erzählen. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes. Ich bin in Kolumbien geboren, in den Bergen, in den Anden. En una población de cultivadores de café. In einem Dorf von Kaffeebauern. Y antes de comenzar voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Und bevor wir beginnen, werde ich den Heiligen Geist um ein Wort bitten. Voy a leer de la Epístola a los Colosenses. Werde aus dem Brief an die Kolosser berichten, lesen. Capítulo 3, desde el versículo 1. Kapitel 3, Vers 1. Así pues, si habéis... Un momentito. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Wenn ihr mit Christus auferstanden seid, dann sucht die Dinge des Himmels, wo Christus ist, wo Christus sitzt zu Rechten Gottes. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Sucht die himmlischen Dinge und nicht die Dinge der Erde. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Weil ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus begraben. Cuando aparezca Cristo, wenn Christus wiederkommt, vida vuestra, euer Leben, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él. Dann werdet auch ihr wieder glorreich auferstehen mit ihm. Palabra de Dios. Das Wort Gottes, ja. Nací en una familia católica. Ich bin in einer katholischen Familie geboren. Y hasta los 14 años estuve en la iglesia. Und bis ich 14 Jahre alt war, bin ich zur Kirche gegangen. Oh. Oh. A los 14 años me enviaron a Bogotá y estos eran los años 60. Mit 14 Jahren wurde ich nach Bogotá, das ist eine Stadt in Kolumbien, geschickt. Das war in den 70er Jahren. Y los años 60 trajeron una revolución para los adolescentes de mi generación. Und die 70er Jahren gab es eine Revolution für die Leute meiner Generation. Colombia estaba invadida por los hippies americanos. Kolumbien hat eine Invasion der amerikanischen Hippies erlebt. Que estaban escapándose de la guerra de Vietnam. Das waren Kriegsflüchtlinge, die nicht im Vietnamkrieg dienen wollten. Y trajeron con ellos las drogas alucinógenas. Und diese Amerikaner brachten mit sich die Drogen. El rock and roll, den rock and roll, las filosofías paganas de Oriente, die heidnischen Philosophien des Orients, las astrologías, die Astrologie, Esoterik, y toda esa influencia tomó mi generación. Und alle diese Einflüsse gingen auf meine Generation ein. Y muchos de nosotros perdimos nuestra fe católica. Und viele von uns haben unseren katholischen Glauben verloren. Cuando tenía 20 años contraje matrimonio en Bogotá. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich in Bogotá geheiratet. Y me trasladé a la ciudad de Hamburgo, aquí en Alemania. Und dann bin ich nach Hamburg umgezogen, in Deutschland, Hamburg.
Y estudié en la Universidad de Hamburgo. Und ich habe in der Universität zu Hamburg studiert. Me formé como compositor musical y como actor. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Kompositor, als Musikkompositor und als Schauspieler. Estos eran los años 70. Das waren die 70er Jahre, also vorher waren es die 60er. Todavía continuaba muy fuerte la influencia del hipismo también en Alemania. Ich war immer noch sehr unter dem Einfluss auch der Hippie-Kultur auch in Deutschland. Y mis dos hijos nacieron acá en Hamburgo. Und meine beiden Kinder sind hier in Deutschland geboren. Después de 7 años me trasladé a Los Ángeles, California. 7 Jahre danach bin ich nach Los Angeles in die USA gezogen. Y me dediqué a trabajar en el mundo del espectáculo. Und ich habe begonnen im Schauspielbereich zu arbeiten. Siempre enfocado en el dinero, la fama, el placer. Ich war immer sehr auf das Geld ausgerichtet, auf den Genuss, auf Berühmtheit. Y todas las influencias de la nueva era. Und auf alle Einflüsse der neuen Zeit. Continuaba completamente alejado de Dios. Ich habe wirklich ganz entfernt von Gott gelebt. En el año 97 todo cambió en mi vida. Im Jahr 1997 hat sich alles in meinem Leben verändert. Viajé a Colombia durante la Navidad. Ich bin zu Weihnachten nach Kolumbien gereist. Y esa Navidad era muy triste en mi familia. Es war ein sehr trauriges Weihnachtsfest für meine Familie. Porque en los 4 años anteriores, weil in den 4 vorhergehenden Jahren, habíamos perdido 5 personas de la familia. Sind 5 Personen aus meiner näheren Familie gestorben. Primero mi esposa muere de cáncer. Zuerst ist meine Frau an Krebs gestorben. Luego mi hermano menor muere en un accidente. Mein kleiner Bruder ist in einem Autounfall gestorben. Luego muere mi padre. Dann ist mein Vater gestorben. Después se suicida un hermano mío en Bogotá. Dann hat sich ein Bruder in Bogotá das Leben genommen. Y luego mi madre muere a los 3 meses. Und dann 3 Monate später ist meine Mutter gestorben. Esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Dieses Weihnachtsfest habe ich mit 4 Geschwistern verbracht. Y mis hermanas practicaban la fe católica. Und meine Schwestern waren katholisch und praktizierend. Pero ellas no sabían cómo estaba yo de alejado de Dios. Aber sie wussten eigentlich nicht, wie weit entfernt ich von Gott war. Porque yo estuve toda mi vida lejos de Colombia. Weil ich war mein ganzes Leben außerhalb von Kolumbien. Y la única que sabía era mi madre. Und die einzige, die wirklich über mich Bescheid wusste, war meine Mutter. Pero ella estaba ya hace un año muerta. Aber sie war ja schon seit einem Jahr tot. Una de mis hermanas me invitó a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Eine meiner Schwestern hat mich eingeladen in die Kirche, um dort die Novene zum Kinde Jesu zu beten. Hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Das war das erste Mal seit 33 Jahren, dass ich in eine katholische Kirche hineingegangen bin. Y fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas. Und ich bin einfach nur mitgegangen, um meinen Schwestern einen Gefallen zu tun. El sacerdote introdujo la novena diciendo. Der Priester hat die Novene mit folgenden Worten begonnen. El que hace esta novena con fe, der diese Novene mit Glauben betet, el niño le dará una gracia. Das Jesuskind wird ihm eine besondere Gnade geben. Y para mí que tenía un corazón mundano y materialista, und für mich, der ein weltliches und materialistisches Herz hatte, la palabra gracia quería decir suerte. Das Wort Gnade hat für mich Glück bedeutet. Entonces pensé que podía sacarme algo de esa novena. Also habe ich gedacht, das ist ja super, da kann ich mir wirklich was Tolles rausholen aus dieser Novene, was Tolles wünschen. Pero no por fe, sino por oportunismo. Aber nicht aus Glaube, sondern aus Opportunismus, also als Eigennutz.
Y le pedí al niño que me cambiara mi vida. Und ich habe das Jesuskind gebeten, dass es mein Leben verändern soll. Pero era un cambio materialista. Aber im materialistischen Sinne. Pero el niño me cambió mi vida a su manera. Aber das Kind Jesus hat wirklich mein Leben verändert, aber auf seine Art und Weise. El 25 de diciembre. Am 25. Dezember. Estuve todo el día de fiesta, nada que ver con Dios. War ich den ganzen Tag nur am Feiern. Y a media, ohne Gott. A medianoche me fui a dormir a una plantación de café de un tío mío. Und um Mitternacht bin ich auf eine Kaffeeplantage von einem Onkel gefahren, um dort zu übernachten. Y cuando cruzaba la puerta de la hacienda, und als ich durch das Eingangstor dieser Plantage gegangen bin, seis guerrilleros de la FARC con ametralladoras saltaron de la oscuridad y me secuestraron. Sind sechs Guerillakämpfer der FARC, das ist die Revolutionsarmee da in Kolumbien, haben mich überfallen und mich entführt. Y me llevaron prisionero a la selva. Und sie haben mich als Gefangenen in den Dschungel geführt. Me ataron mis manos atrás y me pusieron una capucha sobre mi cabeza. Sie haben mir die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und mir eine Kapuze über den Kopf gezogen. Y me escondieron en una cueva. Und sie haben mich in einer Höhle versteckt. Y la cueva estaba llena de murciélagos y toda clase de bichos. Und diese Höhle war sehr schmutzig und voll mit allen möglichen Ungeziefer und Mücken und... En total estuve secuestrado seis meses. Insgesamt wurde ich sechs Monate dort festgehalten. En esa cueva estuve 15 días. In dieser Höhle war ich nur 15 Tage. Me sacaban una vez al día para alimentarme. Ich durfte einmal am Tag raus und dann haben sie mir was zu essen gegeben. Cada día estaba más débil y más desesperado. Jeden Tag wurde ich schwächer und verzweifelter. En el día 15 llegaron otros guerrilleros. Am 15. Tag sind dann weitere Guerillakämpfer angekommen. Y me dijeron que tenía que darles una suma de dinero muy grande. Und sie haben mir gesagt, dass ich ihnen eine sehr große Geldsumme geben müsste. Y que si no les daba ese dinero, matarían mis hermanas. Und wenn ich ihnen nicht diese große Geldsumme geben würde, würden sie meine Schwestern umbringen. También me dijeron que estaba sentenciado a muerte. Und sie haben mir auch gesagt, dass ich zum Tode verurteilt wäre. Y que tan pronto pagara ese dinero, me matarían. Und wenn ich nicht sofort dieses Geld bezahlen würde, würden sie mich umbringen. Que esa noche la pasaría todavía en la cueva. Diese Nacht habe ich dann noch in der Höhle verbracht. Y el día siguiente me trasladarían a otro lugar. Und am Tag darauf haben sie mich an einen anderen Ort gebracht. Me volvieron a atar y a encapuchar. Sie haben mich wieder gefesselt und mir wieder eine Kapuze über den Kopf gezogen. Y me pusieron en la cueva de nuevo. Und sie haben mich wieder in die Höhle gesteckt. Esa noche fue la noche que tuve el encuentro con Dios. Das war die Nacht, in der ich Gott begegnet bin. Al principio yo estaba destruido como ser humano. Am Anfang war ich wirklich als menschliches Wesen entmutigt, zerstört. Porque no tenía esperanza de salir con vida. Weil ich wirklich keine Hoffnung hatte, dort lebend rauszukommen. Toda mi familia estaba en peligro de ser asesinada. Meine ganze Familie war wirklich in der Gefahr, umgebracht zu werden. Los guerrilleros me iban a robar todo lo que tenía. Die Guerillakämpfer wollten mir alles nehmen, was ich hatte, alles stehlen. Y encima de todo me iban a matar. Und außerdem wollten sie mich da noch umbringen. Y de pronto sucedió algo muy misterioso. Und plötzlich ist etwas sehr Mysteriöses passiert. Yo entré como en un éxtasis. Ich bin wie in eine Ekstase gefallen. Al principio yo pensé que estaba agonizando. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich in einer Art Delirium wäre. Porque comencé a revivir toda mi vida desde la infancia. Weil plötzlich hat sich mein ganzes Leben seit meiner Kindheit vor meinen Augen wieder abgespielt.
Me veía perfectamente en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Ich habe mich ganz klar im Innenhof des Hauses gesehen, in dem Dorf, in dem Haus, in dem ich geboren war. Tenía 3 años y estaba en un triciclo con un palo en la mano. Ich war 3 Jahre alt und ich war auf einem Dreirad und hatte einen Stock in der Hand. Y me paseaba por el patio golpeando las plantas y las flores. Und ich bin durch den Innenhof gefahren und habe mit dem Stock die Blumen und die Pflanzen geschlagen. Al mismo tiempo estaba consciente de la cueva. Zur gleichen Zeit aber, wo ich dieses Erlebnis hatte, war ich trotzdem noch in der Höhle und konnte sie noch wahrnehmen. Por eso era tan misterioso. Deshalb war es so mysteriös. Y continué reviviendo mi vida poco a poco. Und für Stück habe ich mein ganzes Leben wieder erlebt. Es ist wieder vor meinen Augen. Yo tenía 47 años esa noche. Ich war 47 Jahre alt in dieser Nacht. Cuando estaba reviviendo mi vida en mi temprana adolescencia, als ich mein Leben als Jugendlicher wieder erlebt habe, comencé a sentir un dolor inmenso. Ich habe begonnen, einen unheimlichen Schmerz zu empfinden. Porque por 33 años había vivido en pecado mortal. Weil ich seit 33 in der Todsünde gelebt habe. Y mi conciencia había estado dormida. Und mein Gewissen war wirklich eingeschlafen. Y de pronto comenzó a despertarse. Und plötzlich ist mein Gewissen wieder zum Leben erwacht. Y comencé a ver la dimensión del pecado. Und plötzlich habe ich verstanden, was die Dimension und was die Auswirkungen der Sünde sind. Y a ver también el nivel de ofensa a Dios. Und ich habe auch gesehen, wie heftig die Beleidigung Gottes ist. También el nivel del daño hecho al prójimo. Und auch den Schaden, den man seinem Nächsten tut. Y entre más edad tenía, und je älter ich wurde, más despierta mi conciencia. Desto mehr ist mein Gewissen erwacht. Y más profundo el dolor. Und desto tiefer wurde auch mein innerer Schmerz. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben wieder neu erlebt. Yo podría llamar esa primera parte como una iluminación de mi conciencia. Ich möchte diese erste Zeit als ein Wiedererleben meines Gewissens urteilen. De pronto algo más misterioso sucedió. Plötzlich ist etwas noch mysteriöseres passiert. Aparecí boca abajo contra una montaña. Ich bin mit dem Gesicht nach unten an einem Berg aufgetaucht. Una montaña muy alta. Ein sehr hoher Berg. En medio de un silencio inmenso. Inmitten einer unheimlichen Stille. Un silencio que nunca había sentido en mi vida. Eine Stille, die ich niemals in meinem Leben empfunden habe. Y podía sentir todo el universo. Und ich konnte das ganze Universum spüren. Cuando miré adelante en la distancia, als ich in die Ferne geschaut habe, podía ver otra montaña más alta. Konnte ich noch einen Berg sehen, der noch höher war. Y la cima de la montaña estaba cubierta de niebla. Und der Gipfel dieses Berges war in Nebel gehüllt. Y la niebla comenzó a despejarse. Und dieser Nebel begann sich aufzulösen. Y de pronto apareció la ciudad más extraordinaria de luz. Und plötzlich ist die alleraußergewöhnlichste Stadt ganz aus Licht aufgetaucht. A pesar de la distancia tan grande en que se encontraba, trotz der großen Entfernung, in der sich diese Stadt befand, yo la podía ver perfectamente por dentro y por fuera. Konnte ich diese Stadt perfekt von innen und von außen sehen. Y mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado.
Und meine Seele wusste, ich wusste in meiner Seele, dass ich dorthin musste und dass ich noch nicht dort angekommen war. Entonces me preocupé mucho. Also habe ich mir sehr große Sorgen gemacht. Y miré para ver cómo podía trasladarme a esa montaña. Und ich habe geschaut, wie komme ich dahin zu diesem Berg. Pero las dos montañas no estaban conectadas. Aber diese beiden Berge waren nicht miteinander verbunden. Y me preocupé más. Und ich habe mir noch mehr Sorgen gemacht. Y en ese momento comencé a escuchar una voz que me hablaba. Und in diesem Moment habe ich eine Stimme gehört, die zu mir sprach. Era una voz que venía de todas partes. Es war eine Stimme, die irgendwie aus allen Richtungen kam. Una voz de un amor y una compasión como nunca lo había sentido en mi vida. Eine Stimme, die so voll von Liebe und Barmherzigkeit war, sowas hatte ich in meinem Leben noch nie wahrgenommen. A pesar de haber vivido 33 años en pecado mortal. Obwohl ich 33 Jahre in der Todsünde gelebt habe. Y de haber adorado tantos dioses falsos. Und obwohl ich so viele falsche Götter angebetet habe. En el momento que escuché la voz, in diesem Moment, als ich diese Stimme hörte, yo sabía que era la voz de Dios. Wusste ich, das war die Stimme Gottes. Y me llené de vergüenza. Und sie hat mich voll Scham erfüllt. Y el Señor me mantuvo sin dejarme hundir en mi vergüenza. Und der Herr hielt mich fest, ohne dass ich in meine Scham eintauchen konnte. Y él me habló por mucho tiempo. Und er sprach mit mir für eine lange Zeit. Entre las cosas que me dijo, unter den Dingen, die er mir sagte, me dijo que me iba a mostrar el momento en que comencé a alejarme de él. Wollte er mir den konkreten Moment zeigen, in dem ich begonnen hatte, mich von ihm zu entfernen. Entonces me permitió ver a la edad de 15 años. Also hat er mich im Alter von 15 Jahren sehen lassen. Estaba en Bogotá y llevaba unos pocos meses de haber llegado de mi pueblo. Ich war in Bogotá und ich war gerade erst seit einigen Monaten dort. Estaba afuera de una iglesia católica. Ich war außerhalb einer katholischen Kirche. Mirando hacia adentro por la nave derecha de la iglesia. Und habe nach innen geschaut, am rechten Kirchenschiff. Y veía una línea de personas esperando para la confesión. Und ich habe eine Schlange gesehen, die anstand zur Beichte. Cuando yo vivía en mi pueblo, als ich in meinem Dorf gelebt hatte, yo iba a la confesión una vez al mes. Ging ich einmal im Monat zur Beichte. Pero todo el tiempo que ya llevaba en Bogotá, aber schon die ganze Zeit, die ich in Bogotá verbracht hatte, no había vuelto a la iglesia, no me había vuelto a confesar. Bin ich nicht einmal zur Kirche, nicht einmal zur Beichte gegangen. Y eso es lo que me está mostrando el Señor. Und das zeigte mir der Herr. Yo sentí la necesidad de entrarme a confesar. Ich habe das Bedürfnis gespürt, zur Beichte zu gehen. Pero algo sucedió y no lo hice y me fui. Aber irgendetwas ist passiert und ich bin nicht zur Beichte gegangen und bin einfach weitergegangen. Y él me muestra cómo en ese momento, und der Herr zeigte mir, dass ganz konkret in diesem Moment, rechacé la iglesia, habe ich die Kirche zurückgewiesen, cuando rechacé el sacramento de la confesión, als ich das Sakrament der Beichte zurückgewiesen habe. Y lo rechacé a él. Und dadurch habe ich auch den Herrn zurückgewiesen. Y como perdí la gracia de perdonar también, und wie ich auch die Gnade zu vergeben verloren hatte, el diablo me endureció el corazón. Der Teufel hat mein Herz verhärtet. Y me llevó por 33 años, und er hat mich durch 33 Jahre seducido en el mundo. Durch die Welt verführt. Y podía ver toda la seducción de todos esos años. Und ich konnte alle die Verführung all dieser Jahre sehen. Era muy doloroso. Es war sehr schmerzhaft für mich. Porque yo había caído en todas las trampas del diablo. Weil ich wirklich in alle Fallen des Teufels gefallen war. Y podía ver perfectamente.
Und ich konnte perfekt sehen, la batalla espiritual entre el bien y el mal por mi alma. Den geistlichen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen um meine Seele. Y el Señor me habló de la iglesia. Und der Herr sprach zu mir über die Kirche. Y me dijo con firmeza. Und er sagte mir sehr klar, la iglesia católica es mi iglesia. Die katholische Kirche ist meine Kirche. La única iglesia. Die einzigste Kirche. Y me mostró desde Abraham hasta la encarnación del Señor. Und er zeigte mir vom Abraham bis zur Geburt des Herrn. Y me mostraba cómo los judíos eran nuestros hermanos mayores. Und er zeigte mir, wie die Juden unsere großen Brüder sind. Como nosotros somos una iglesia judeo-cristiana. So wie wir eine jüdisch-christliche Kirche sind. Y nosotros como católicos, und wir als Christen, als Katholiken, somos el nuevo pueblo de Dios. Sind wir das neue Volk Gottes. Instrumentos eucarísticos de reparación. Eucharistische Werkzeuge der Wiedergutmachung. Eso me lo dijo muy despacio y muy grande. Dies sagte er mir sehr langsam und wirklich eindrücklich. Porque él me dijo, yo te escogí. Ich habe dich auserwählt. Er sagte mir, ich habe dich auserwählt. Y él dice que cada uno de nosotros católicos, und er sagte, dass jeder einzelne von uns Katholiken, él nos ha escogido. Er hat uns erwählt. Porque nosotros tenemos la misión más grande de la tierra. Weil wir die wichtigste Mission auf dieser Welt haben. Como instrumentos eucarísticos. Als eucharistische Werkzeuge. Porque preparamos la segunda venida del Señor. Weil wir das zweite Kommen des Herrn vorbereiten. Y a través de la Eucaristía. Und durch die Eucharistie. Tenemos el poder más grande contra las tinieblas. Haben wir die größte Waffe gegen die Nebel. Y entonces me mostró el poder tan grande que hay en el sacerdote. Und dann zeigte er mir die große Macht, die es im Priester gibt. Me llevó de nuevo al sacramento de la confesión. Er hat mich erneut zum Sakrament der Beichte geführt. Y me mostró por qué es importante. Und er hat mir gezeigt, wieso es so wichtig ist. Y por qué perdí mi fe cuando dejé de confesarme. Und wieso ich meinen Glauben verloren habe, als ich aufgehört habe, zur Beichte zu gehen. Él dice, por causa del pecado original, aufgrund der Ursünde, nosotros llevamos una mancha, haben wir eine Wunde, einen Fleck, que nos inclina a pecar, der uns tendenziell zur Sünde führt. Y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión. Und deshalb hat Jesus uns das Sakrament der Beichte geschenkt. Para que nosotros mantengamos la amistad con Dios. Damit wir die Freundschaft mit Gott beibehalten können. Porque cada pecado mortal, weil jede Todsünde, es un espíritu del mal, ist ein Geist des Bösen. Y nosotros quedamos atados a él. Und wir werden an ihn gebunden. Podemos voluntariamente cometer un pecado mortal. Wir können freiwillig eine Todsünde begehen. Pero voluntariamente no nos podemos liberar de él. Aber durch unsere eigene Kraft können wir uns nicht davon befreien. Solo la iglesia tiene el poder de desatarnos. Nur die Kirche hat die Macht, uns davon zu befreien. El diablo no le obedece a nadie más. Der Teufel gehorcht sonst niemandem. Y por eso el sacramento de la confesión es tan poderoso. Und deshalb ist das Sakrament der Beichte so mächtig. Porque cuando el sacerdote levanta la mano para darnos la absolución, weil wenn der Priester die Hand erhebt, um uns die Absolution zu geben, quedamos completamente desatados del demonio. Werden wir komplett vom Dämonen befreit, vom Bösen befreit. Sin importar
la condición en que se encuentra el sacerdote. Ohne Konsequenz, in welcher Situation der Priester ist. Porque lo que nos perdona el pecado, weil er vergibt uns die Sünde, es la unción sacerdotal. Das ist die priesterliche Weihe, que como instrumento de Dios, die als Werkzeug Gottes, tiene el poder en el nombre de la iglesia, hat er die Macht im Namen der Kirche, de desatarnos, uns loszulösen. Pero siendo un pecador como nosotros. Aber er ist trotzdem ein Sünder, genauso wie wir. Y esto es el más grande tormento para Satanás. Und das ist die größte, das ist der größte Ärger für den Teufel, für Satan. Porque no hay nada que atormente más al diablo. Es gibt nichts, was den Teufel mehr ärgert. Que un pecador arrepentido. Als ein reuiger Sünder. Es la tortura más grande. Das ist die größte Folter, die größte Strafe für den Teufel. Porque el Señor me mostró que Satanás es el trono del orgullo. Weil der Herr hat mir gezeigt, dass der Teufel wirklich auf dem Thron des Stolzes sitzt oder der Thron des Stolzes ist. El trono de la soberbia. Der Thron des Stolzes. Y el sacramento de la confesión. Und das Sakrament der Beichte. Es el trono de la humildad y la misericordia. Ist der Thron oder der Gipfel der Demut und der Barmherzigkeit. Por eso los demonios le huyen al sacramento de la confesión. Deshalb fliehen die Dämonen vor dem Sakrament der Beichte. Y me muestra el don más grande de todos. Und zeigt mir das größte Geschenk von allen überhaupt. La Eucaristía. Die Eucharistie. Me dice, la Eucaristía es el don más grande que Dios le ha dado a toda la humanidad. Sagt mir, die Eucharistie ist das größte Geschenk, das der Herr der Menschheit überhaupt gemacht hat. No solamente a los católicos. Nicht nur allein für die Katholiken. Solo que nosotros como católicos, nur dass wir als Katholiken halt, somos tabernáculos e instrumentos de la Eucaristía. Sind wir Tabernakel und Mitarbeiter oder Werkzeuge der Eucharistie. Cada vez que recibimos la Eucaristía, jedes Mal, wenn wir die Eucharistie empfangen, el Señor hace cosas extraordinarias, macht der Herr unglaublich außergewöhnliche Dinge, para rescatar almas, um Seelen zu retten. Por eso nosotros somos personas muy importantes en la salvación de las almas. Deshalb sind wir wirklich wichtige Mitarbeiter in der Erlösung, in der Errettung der Seelen. El católico más pequeñito, der allerkleinste Katholik, es un gigante contra el infierno. Ist ein Gigant gegen die Hölle, ein Widersacher gegen die Hölle. Porque el poder que llevamos con la Eucaristía, weil die Macht, die wir mit der Eucharistie haben, destruye gigantes del infierno. Zerstört die Mächte der Unterwelt. Pero estoy hablando de un católico fiel. Aber ich spreche jetzt von einem treuen Katholiken. Un católico obediente a la iglesia. Ein von einem Katholiken, der Kirche gehorsam ist. El Señor me muestra cómo hoy. Der Herr zeigt mir, wie heute. El demonio está en la más grande batalla contra la iglesia. Dass der Teufel sich in einer der größten Schlachten gegen die Kirche befindet. Y uno de los más grandes demonios. Und einer der allergrößten Dämonen. Es el demonio de la apostasía. Ist der Dämon der Apostasie. El homosexualismo. Der Homosexualität. El dinero. Des Geldes. Y la desobediencia general. Und des Ungehorsams in generell. Tanto del clero. Sowohl in Bezug auf den Klerus
la vida religiosa, das Ordensleben y los laicos, und die Laien. Por eso él dice, hoy más que nunca, und deshalb heute mehr als nie zuvor, nosotros como católicos, wir als Katholiken, somos llamados, sind wir dazu berufen, a vivir la estricta santidad y obediencia, wirklich heilig und gehorsam zu leben. Porque de lo contrario no vamos a sobrevivir al demonio. Weil wenn wir nicht so leben, werden wir dem Teufel oder dem Dämon nicht widerstehen können. Porque entre más se acerca el regreso de Jesús, denn je näher das Wiederkommen Jesu ist, más desesperado Satanás. Desto mehr verzweifelter wird der Teufel. Y la iglesia. Und die Kirche. Nosotros. Wir. Somos la peor pesadilla para el diablo. Sind wir der größte Albtraum für den Teufel. Él hace todo lo que puede. Er macht alles, was er kann. Para desnutrir nuestra vida sacramental. Um unser sakramentales Leben zu verdünnen und zu beenden. Para confundir nuestra doctrina. Um unser Glaubenswissen, unseren Glauben zu verwischen, zu alles durcheinander zu bringen. Él me muestra cómo la reforma. Er zeigt mir, wie die Reform fue uno de los ataques más grandes del diablo a la iglesia. La reforma protestante. Sí, la reforma. Also die protestantische Reform war einer der größten Angriffe überhaupt auf die Kirche. Porque el demonio disminuyó la fuerza de la iglesia. Weil der Teufel wirklich die Kraft der Kirche verringert hat. Todos esos millones de cristianos de las sectas del protestantismo. Viele dieser Millionen von Christen, die in christlichen Sekten sind. Si ellos estuvieran en obediencia a la iglesia. Wenn sie im Gehorsam zur Kirche leben würden. El mal de este mundo no sería tan grande. Das Übel und das Böse in dieser Welt wäre nicht so schlimm. Pero él les robó la fuerza de la Eucaristía. Aber er hat diesen Menschen die Macht der Eucharistie genommen. Y le robó la unción sacerdotal desde la silla de Pedro. Und er hat ihnen die Priester genommen, die vom heiligen Vater von Petrus kommen. Y me dice que uno de los peligros más grandes del católico de hoy. Und er sagte mir, eine der größten Gefahren für einen Katholiken heute es la contaminación. Ist die Vergiftung. Con el protestantismo. Mit dem Protestantismus mit. Porque el demonio quiere. Weil der Teufel will. Protestantizar la iglesia católica. Möchte die katholische Kirche protestantisch machen. Y por eso hay un ecumenismo falso. Und deshalb gibt es eine falsche Ökumene. Es un ecumenismo que quiere convertir la iglesia católica. Es ein Ökumenismus, der die katholische Kirche. En otra denominación cristiana. In eine andere Konversion umführen möchte, also dieses protestantisch machen möchte. Cuando en realidad, obwohl in Wirklichkeit el verdadero ecumenismo, der wahrhaftige oder der wahre Ökumenismus, es una conversación, un diálogo, ist ein Dialog, ist ein man spricht miteinander, con todos los que creemos en Cristo, mit allen, die wir an Christus glauben, para invitarlos a regresar a la casa de Dios, um sie vor allem dazu einzuladen, wieder in das Haus Gottes, in die Kirche zurückzukommen. Pero no para compartir el culto. Aber nicht um gemeinsam die Messe zu feiern. Also, y no para compartir sus errores. Und um nicht die Fehler miteinander auszutauschen. No para leer lo que ellos escriben. Um nicht das zu lesen, was sie schreiben. No para escuchar lo que ellos predican. Nicht um das anzuhören, was die predigen. Porque ahí es donde el diablo actúa contra nosotros. Weil das ist genau da, wo der Teufel gegen uns handelt. Así desnutre nuestra iglesia. So verwässert er unsere Kirche und nimmt ihr ihre Kraft.
y la protestantiza. Und er macht sie protestantisch. Y él me habla mucho, los pudiera tener acá mucho tiempo, de lo que él me dijo con su voz. Und ich könnte euch jetzt noch viel, viel mehr erzählen, was er mir mit seiner Stimme gesagt hat. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Deshalb bin ich darauf bin ich plötzlich in einem See aufgetaucht mit dem Wasser bis zum Gürtel, bis zur Hüfte. Y al frente del lago había una roca inmensa. Und vorne im See gab's einen riesigen Felsen. Era como color oro viejo, era preciosa. Es war wie pures Gold, es war wunderschön. En la parte de arriba de la roca, oben auf dem Felsen, podía ver la cabeza de un hombre mirando de lado. Konnte ich da den Kopf eines Menschen im Profil sehen, der so zur Seite geschaut hat. Al principio no sabía quién era. Am Anfang wusste ich gar nicht, wer das war. Y miré hacia el agua donde yo estaba. Und ich habe auf das Wasser geschaut, wo ich war. Y al principio vi como una niebla. Und am Anfang habe ich etwas gesehen, das wie ein Nebel war. Pero al mirarla con cuidado, aber als ich dann genau hingeschaut habe, me di cuenta que no era niebla. Da habe ich bemerkt, dass es gar kein Nebel war. Eran cientos de espíritus del mal. Es waren hunderte von bösen Teufeln, bösen Geistern. Y eran los espíritus de mis pecados mortales de 33 años. Es waren die Geister meiner Todsünden aus 33 Jahren. Y lo más misterioso es que mi alma, und das am mysteriösesten war, dass meine Seele los conocía a cada uno. Kannte sie jeden Einzelnen, wusste ganz genau, wer jeder Einzelne war. Si yo hubiese estado confesado, wenn ich gebeichtet hätte vorher, ninguno de esos espíritus hubiese estado en el lago. Kein einziger dieser bösen Geister wäre dort in diesem See gewesen. Entonces, cuando miraba un espíritu, also schaute ich einen Geist besonders an. Podía ver el pecado vivo. Konnte ich die lebendige Sünde sehen. Y esto me causaba un gran tormento. Und es hat mir einen riesen Schrecken eingejagt. Y yo no podía salir del lago. Und ich konnte nicht aus diesem See raus. Estaba en medio de todos mis pecados como atrapado. Ich war inmitten all meiner Sünden wie gefangen, festgebunden. Y miré hacia arriba de nuevo. Und ich habe wieder nach oben geschaut. Y me di cuenta que ese hombre que estaba encima de la roca, und da habe ich bemerkt, dass dieser Mensch, der oben auf diesem Felsen war, era mi ángel guardián. Das war mein Schutzengel. Y él era quien me mostraba mi vida en el lago. Und er war es, der mir mein Leben in diesem See zeigte. No me hablaba en palabras. Er hat nicht mit mir in Worten gesprochen. Pero yo le entendía todo lo que me enseñaba. Aber ich habe alles ganz genau verstanden, was er mir zeigen wollte. Cuando yo miraba uno de mis pecados, als ich eine meiner Sünden angeschaut habe, su rostro era muy duro, war sein Gesicht sehr hart. Pero de pronto él comenzó a mostrarme cosas buenas de mi vida. Aber dann hat er plötzlich angefangen, mir schöne Sachen aus meinem Leben zu zeigen. Y su rostro era precioso. Und sein Gesicht war wunderschön. Él me mostró a los 12 años en el pueblo donde yo nací. Er zeigte mich mit 12 Jahren in dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Yo era el trompeta mayor de la banda de mi colegio. Ich war der Cheftrompeter aus der Musikgruppe meiner Schule. Y estaba en una procesión de la Virgen María. Und wir waren in einer marianischen Prozession. Al frente mío iban cuatro compañeros de colegio cargando una estatua de la Virgen. Vor mir gingen vier Mitschüler mit einer Bahre, auf der eine Muttergottesstatue stand. Y yo tocando trompeta detrás. Und ich ging hinterher und habe die Trompete gespielt. De pronto la Virgen María ya no era una estatua. Plötzlich war die Jungfrau Maria keine Statue mehr.
iba caminando al frente mío. Sie ging plötzlich vor mir her. Y yo tocando la trompeta. Und ich spielte die Trompete. Llevaba un niño de cada mano. Sie hatte an jeder Hand ein Kind. Y cuando miré el niño de la mano derecha, und als ich das Kind an ihrer rechten Hand anschaute, era yo a los 7 años. Das war dann ich, als ich 7 Jahre alt war. Y el ángel continuó mostrándome procesiones de 4 años. Und der Engel zeigte mir dann ähnliche Prozessionen aus 4 weiteren Jahren meines Lebens. En los que yo tocaba la trompeta. In denen ich immer wieder die Trompete spielte. Y me mostró cómo el Señor. Und zeigte mir, wie der Herr utilizó todo eso. All dies benutzte. Para protegerme de grandes peligros durante mi vida alejada de él. Um mich vor vielen Gefahren zu bewahren oder zu schützen, die ich in meinem Leben später entfernt von ihm führen würde. Podía ver perfectamente qué momento había utilizado para qué peligro. Ich konnte ganz genau sehen, welchen Moment er benutzte, um mich zu schützen vor ganz konkreten Gefahren. Era como una economía de mi alma. Es war wie ein Wirtschaftssystem meines Lebens, meiner Seele. El amor de Dios, su misericordia. Die Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit por nosotros. Zu uns es tan grande, ist so groß, que él utiliza las cosas más pequeñas que hacemos buenas. Dass er die kleinsten Dinge benutzt, die wir gut tun, also die guten Dinge, auch so klein sie sein mögen, benutzt er, para salvarnos de inmensos peligros. Um uns vor riesigen Gefahren zu bewahren. Porque así es su amor. Weil so ist seine Liebe. Para mí eso era algo que me hinchaba el corazón. Es war etwas, das hat mein Herz erfüllt. Porque yo conocía mi pecado. Weil ich kannte mein Herz. Y veía todos esos espíritus del mal. Und ich sah all diese Geister des Bösen. Y sin embargo, el Señor me amaba. Und aber trotz allem wusste ich, dass der Herr mich liebt. Y buscaba cómo salvarme. Und er wollte mich erretten. A pesar de mí. Trotz mir. Porque todos esos pecados, weil all diese Sünden, los cometí yo voluntariamente. Die habe ich alle wirklich freiwillig gemacht. El diablo solo propone. Der Teufel verführt nur. No tiene poder para hacernos pecar. Der kann uns nicht dazu zwingen zu sündigen. Nosotros tenemos que aceptar. Wir müssen ja sagen zu diesen Versuchungen. Y eso duele mucho. Und das schmerzt sehr. De ver lo ignorantes que somos. Wenn wir feststellen, wie dumm wir eigentlich sind. Yo le digo a la gente. Ich sag zu den Leuten, después de lo que yo viví, nach dem, was ich erlebt habe, si ustedes pudieran ver solo una gota de un demonio, wenn ihr nur einen Tropfen von einem Teufel sehen könntet, nunca pecarían, würdet ihr nie mehr wieder sündigen. Porque los demonios es lo más inmundo que pueda haber. Weil die Dämonen sind das Schrecklichste und Hässlichste, was es überhaupt gibt. Y pensar que cuando estamos en pecado mortal, und allein der Gedanke, dass wir in Todsünde sind, estamos encadenados a ellos, sind wir an sie festgebunden. Y el peligro más grande, und die größte Gefahr überhaupt, es que no los podemos ver. Wir können sie nicht sehen. Y por eso no sentimos el peligro. Und deshalb bemerken wir gar nicht diese Gefahr. Pero al final de esta vida, aber am Ende dieses Lebens, nos pueden sorprender, können sie uns ganz schön überraschen. Ya es muy tarde. Und ja, es ist schon sehr spät. De pronto la roca se llenó de luz. Plötzlich war dieser Fels voll von Licht erfüllt. Yo sabía que esa luz era Jesús. Und ich wusste, dass dieses Licht Jesus war. Pero sabía que no lo podía mirar. Aber ich wusste, ich kann ihn nicht anschauen.
Yo estaba parado en las tinieblas. Ich war in den Schatten, in den Geistern gefangen. Y entonces traté de huirle a la luz. Und deshalb habe ich versucht, ans Licht zu flüchten. Cuando miré para el lado izquierdo, als ich nach links schaute, veía que toda esa nube de espíritus del mal, sah ich, dass diese ganze Wolke von Geistern des Bösen continuaba hacia un abismo, dass die in Richtung eines Abgrundes sich bewegten. Y era un abismo que no parecía tener fondo. Und es sah aus wie ein Abgrund, der keinen Boden hatte. Y el ángel me mostró que el demonio me había trazado un camino para llevarme al abismo. Und ich sah, dass der Teufel mir einen Weg bereitet, genau auf diesen Abgrund zu. Ese abismo era el infierno. Dieser Abgrund war die Hölle. Jamás podré poner en palabras lo que yo vi. Ich kann es nicht in Worten fassen, was ich gesehen habe. Está por encima de nuestro entendimiento. Das ist über unseren Verstand hinaus. Also wir können das nicht wahrnehmen, was das ist. Es demasiado complicado. Es ist zu kompliziert, es übersteigt uns. Entonces miré para el lado derecho del lago. Also habe ich nach rechts geschaut vom See. Y en el lado derecho ya no veía demonios. Und rechts habe ich keine Dämonen mehr gesehen. Sino que comencé a ver almas. Sondern ich habe Seelen gesehen. Y eran almas que habían partido de este mundo ya. Und es waren Seelen, die schon aus dieser unserer Welt gegangen waren. Y se habían salvado. Und sie waren errettet. Pero no habían entrado a la plenitud de la luz. Aber sie waren noch nicht in der Fülle des Lichtes angekommen. Y estaban progresando en diferentes niveles hacia la luz. Und sie bewegten sich in verschiedenen Stufen in Richtung des Lichtes. Las que estaban al nivel mío del lago, die auf meinem Niveau, auf meiner Stufe im See waren, eran las que estaban en el nivel más bajo. Das waren die auf dem untersten Niveau waren, auf der untersten Stufe. Porque a pesar de estar salvadas, denn obwohl sie errettet waren, estaban en las tinieblas. Waren sie trotzdem noch in den Wogen, also noch. Y todas esas almas estaban resolviendo su vida terrenal. Und all diese Seelen waren dabei, ihr Erdenleben noch mal zu erleben. Estaban en un estado de purgatorio. Sie waren in einem Zustand der Reinigung. Y el Señor me dio la fuerza para mirar la luz. Und der Herr schenkte mir die Kraft, das Licht anzuschauen. Gegen das Licht zu schauen. Y cuando miré, quedé totalmente enceguecido. Enceguecido, blinded. Sí. Und als ich das gesehen habe, war ich total geblendet, blind, ja, davon. Sin embargo, él me mantuvo mirando. Aber trotzdem hat er mich dazu gebracht, weiterhin zu schauen. Y después de un tiempo comencé a distinguir en la luz. Und nach einiger Zeit konnte ich in diesem Licht etwas ausmachen. La persona de Jesús. Die Person Jesu nämlich. Pero en medio de una luz que no la podía resistir. Aber inmitten eines Lichtes, dem ich einfach nicht widerstehen konnte. Pero podía ver perfectamente la persona de Jesús en esa luz. Aber ich konnte perfekt die Person Jesu in diesem Licht sehen. Y el amor que yo sentía de él. Und die Liebe von ihm, die ich empfand, era inmenso. Die war unglaublich groß. Todos esos espíritus del mal en el lago, all diese bösen Geister in dem See, odiaban ese amor. Hassten diese Liebe. Y trataban de llenarme de ese odio. Und versuchten mich mit diesem Hass, den sie empfanden, zu erfüllen. Para que no sintiera ese amor. Damit ich nicht diese Liebe spüren würde. Pero el Señor, por solo yo mirar la luz,
Aber der Herr, allein dadurch, dass ich das Licht anschaute, recibía todo su amor. Dadurch habe ich all seine Liebe erfahren. Aunque no lo podía ver como debía. Obwohl ich dieses Licht eigentlich nicht sehen durfte. Porque si yo hubiese estado en gracia de Dios, denn wenn ich in der Gnade Gottes gewesen wäre, lo hubiese podido ver bien. Hätte ich es gut sehen können, also ganz so, wie es wirklich ist. No me hubiese enceguecido la luz. Das Licht hätte mich nicht geblendet, nicht blind gemacht. Y yo salí del éxtasis. Und ich erwachte aus dieser Ekstase. Y sabía que algo muy grande me había sucedido. Und ich wusste, dass etwas ganz Großes in mir passiert war. Pero no lo podía explicar ni a mí mismo. Aber ich konnte es nicht mal mir selber erklären. El día siguiente, los guerrilleros me sacaron de la cueva. Am Tag darauf haben die Guerrero-Kämpfer mich aus der Höhle rausgeholt. Y pasé 5 meses y medio más secuestrado después de la experiencia con Dios. Und nach dieser Erfahrung war ich weitere 5 Monate gefangen. Todos los días le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Jeden Tag flehte ich zum Herrn, dass er mich nicht ohne Beichte sterben lassen würde. Yo no quería volver a ese lago. Ich wollte nicht in diesen See zurück. Yo no quería nunca volver a ver esos espíritus. Ich wollte niemals wieder diese Seelen sehen. Y yo sabía que la iglesia tenía el poder de liberarme. Und ich wusste, dass die Kirche die Macht hatte, mich zu befreien. Por eso deseaba enormemente ese sacramento. Deshalb hatte ich eine unheimlich große Sehnsucht nach diesem Sakrament. Y a los 6 meses los guerrilleros me llevaron en la noche a una carretera. Und nach 6 Monaten brachten die Guerrero-Kämpfer mich zu einer Straße. Y me dejaron allí. Und sie ließen mich einfach dort. Después de muchas horas apareció un bus. Nach vielen, vielen Stunden tauchte ein Bus auf. Y me llevó de regreso a la civilización. Und der hat mich dann zurück in die Zivilisation gebracht. Y ya me pude encontrar con mi familia. Und ich konnte meine Familie wiedersehen. Y lo primero que hice fue irme a confesar. Und das allererste, was ich tat, war, ich ging zur Beichte. Ese fue el momento más extraordinario de mi vida. Es war der größte Moment meines Lebens. Porque yo sabía lo que había sucedido ahí. Weil ich wusste ganz genau, was dort passiert war. Me sentía como una pluma de liviano. Me sentía como una pluma. Sí, wie eine Feder. Ich fühlte mich federleicht. Exacto. Regresé a California, a mi casa en Los Ángeles. Ich bin dann zurückgekehrt nach Los Angeles. Y por 2 años no le conté a nadie de esta experiencia. Und über 2 Jahre lang habe ich niemanden von dieser Erfahrung erzählt. Todos los días estaba en la iglesia. Jeden Tag ging ich in die Kirche. Estaba totalmente enamorado de la iglesia. Ich war absolut in die Kirche verliebt. Pero no sabía que tenía una misión. Aber ich wusste nicht, dass ich einen Auftrag hatte, eine Mission. Y a los 2 años regresé a Colombia durante una Semana Santa. Nach 2 Jahren kehrte ich wieder nach Kolumbien zurück, wieder diesmal in der Karwoche. Y el Domingo de Ramos en una misa en Bogotá. Und am grünen Donnerstag in einer heiligen Messe in Bogotá. No alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena. Konnte ich einfach nicht in die Kirche rein, weil sie einfach viel zu voll war. Pero estaba afuera en el atrio mirando por la nave central hacia adentro. Aber ich war draußen, halt außerhalb und konnte halt durch das Hauptschiff nach vorne sehen. Y lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente allá encima del altar. Und ganz vorne über den Köpfen der Menschen über dem Altar konnte ich was sehen. Era un crucifijo muy grande que colgaba. Es war ein ganz, ganz großes Kreuz, das von der Decke hing. Y yo comencé a sentirme mareado, como si me fuera a desmayar. Und mir wurde plötzlich schwindelig und ich dachte, ich würde gleich in Ohnmacht fallen. Pero lo que me estaba sucediendo era otra experiencia con Jesús. Aber was wirklich los war, ist, ich hatte wieder eine Erfahrung mit Jesus, diesmal eine ganz andere. El Señor no me habló con palabras. Der Herr sprach nicht zu mir mit Worten. Pero yo le entendí todo lo que me mostró. Aber ich verstand alles, was er mir zeigte. Él me mostró que yo había nacido para esta misión.
Herr, zeigte mir, dass ich zu dieser Mission, für diese Mission geboren worden war. Que todo lo que él me mostró esa noche en la cueva, dass alles, was er mir in dieser Nacht gezeigt hatte, era para mí compartirlo con todos. Das ist dazu da, um es mit allen Menschen zu teilen, allen Menschen mitzuteilen. Que él me iba a llevar por todo el mundo. Dass er mich in die ganze Welt führen würde. Que todos los lugares donde iba a ir, dass alle Orte, an die ich gehen würde, ya los había escogido. Dass er sie schon erwählt hatte. Y todas las personas que me iban a escuchar, und dass alle Menschen, die mich hören würden, ya las había escogido con nombre propio. Dass der sie schon mit ihrem Namen erwählt hatte, um dieses Zeugnis zu hören. Y que él iba a cuidar de mí. Und dass er sich um mich kümmern würde. Que todo lo que yo viví místicamente esa noche, dass alles, was ich in dieser Nacht in der Höhle auf mystische Weise gesehen habe, estaba infuso en mi corazón, dass das in mein Herz tief eingedrungen war. Y por medio del Espíritu Santo, und durch den Heiligen Geist, iba a fluir cuando yo hablara, würde es fließen, wenn ich sprechen würde. Que nunca tenía que preparar nada de lo que iba a decir. Dass ich niemals jemals einen Vortrag vorbereiten müsste. Y por eso él me guió de siempre leer la palabra antes de hablar. Und deshalb hat mich dazu geführt, dass ich immer, bevor ich anfange, ein Wort aus der Bibel vorlese. Me dijo que con eso santificaba mi lengua antes de hablar. Es sagte mir, dass ich dadurch meine Zunge, meine Worte heiligen würde. Y les santificaba los oídos a los que me van a escuchar. Und dass ich die Leute, die Ohren heiligen würde, also die Leute, die es hören. Y así es como yo dejé mi carrera artística. Und so habe ich dann halt meine Künstlerkarriere aufgegeben. Mis dos hijos ya estaban grandes e independientes. Meine zwei Kinder waren ja schon erwachsen und unabhängig. Mi esposa había muerto hacía 5 años. Meine Frau war seit 5 Jahren tot. Los guerrilleros me robaron todo lo que tenía. Guerillakämpfer hatten mir alles genommen, was ich hatte. Y yo dejé todo y me convertí en un misionero laico católico. Also habe ich einfach alles verlassen und bin ein katholischer Missionar, ein Laienmissionar geworden. Con la arquidiócesis de Bogotá. In der Erzdiözese Bogotá. Y tengo aprobación eclesiástica. Und ich habe eine kirchliche Genehmigung. Tengo una comunidad que se llama Peregrinos del Amor. Ich habe eine Gemeinschaft, die heißt Pilger der Liebe. Y hace 18 años que viajo por el mundo. Und seit 18 Jahren reise ich durch die Welt. He visitado 114 países en los 5 continentes. Ich habe 114 Länder in 5 Kontinenten besucht. Nunca he buscado promover mi ministerio. Ich habe niemals Werbung gemacht. Nunca le he cobrado a nadie nada por lo que hago. Ich habe niemals Geld verlangt für das, was ich tue. Pero nunca me ha faltado nada. Aber niemals hat mir irgendetwas gefehlt. Y vivo de la caridad. Und ich lebe von der Nächstenliebe. Y jamás me he tenido que preocupar de nada. Und ich musste mich auch nie um irgendetwas kümmern, mir wegen irgendwas Sorgen machen. Y les puedo decir esto. Und nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, la única razón por la cual yo estoy acá. Der einzige Grund, wieso ich hier bin, no es porque vine a hacer un espectáculo de mi vida. Ist ein Spektakel von meinem Leben zu erzählen, also zu erzählen, wie toll ich bin. Yo estoy acá. Ich bin hier. Porque a mí me importa la salvación de ustedes. Weil mich die Errettung eurer Seelen interessiert. Das ist mir wichtig. Yo he visto lo que sucede cuando esta vida termina. Ich habe gesehen, was passiert, wenn dieses Leben zu Ende ist. Yo soy un testigo ocular. Ich bin ein Augenzeuge. De todo lo que ustedes saben por lo que la iglesia les ha revelado. Von all dem, was die Kirche offenbart hat. Y yo sé que
todo lo que Jesús nos reveló en el Evangelio. Und ich weiß, dass alles, was Jesus uns im Evangelium offenbart hat, es verdad. Ist wahr. Lo digo no porque lo leí en ningún libro. Das sage ich nicht, weil ich das irgendwo in einem Buch gelesen habe. Ni porque ningún ser humano me lo mostró. Oder weil irgendein Mensch mir das gezeigt hat. Lo digo porque el Señor me lo mostró. Ich sage das, weil der Herr mir das gezeigt hat. Y por eso testifico que el infierno existe. Deshalb bezeuge ich, dass die Hölle existiert. Que existe Satanás. Dass der Teufel existiert. Que es una persona, un espíritu. Das ist ein Geist, das ist eine Person. La cabeza de un ejército inmenso. Der Chef, der Kopf, das Oberhaupt eines riesigen Heeres. Que solo quiere destruirnos. Das uns zerstören möchte. Y que no tiene ningún poder. Und es hat keine Macht. Porque Jesús lo ha derrotado. Weil Jesus das schon besiegt hat. Pero tiene tan solo el poder que nosotros le damos. Aber es hat trotzdem Macht, und zwar nur die Macht, die wir ihm geben. Y también testifico, und ich bezeuge auch, que el purgatorio existe, dass das Fegefeuer existiert, porque el Señor me lo ha mostrado, weil der Herr mir das gezeigt hat. Y también me ha mostrado, und außerdem hat er mir gezeigt, para nosotros católicos, dass für uns Katholiken lo importante, das Wichtigste, que es nuestra relación con la Virgen María. Er hat mir gezeigt, wie wichtig unsere Beziehung zur Jungfrau Maria ist. Nosotros debemos tener muy clara, wir müssen ganz klar haben, la maternidad celestial, die himmlische Mutterschaft. Porque la maternidad celestial de un católico, weil die himmlische Mutterschaft eines Katholiken es el nido de la fuerza eucarística, ist das Nest oder die Quelle der eucharistischen Kraft. La Virgen María es quien nos protege. Die Jungfrau Maria ist die, die uns beschützt. Para que nosotros seamos esos instrumentos de Jesús. Damit wir diese Werkzeuge Jesu sind. Esos instrumentos eucarísticos. Diese eucharistischen Werkzeuge. Por eso cada que yo encuentro un sacerdote. Also jedes Mal, wenn ich einen Priester treffe, un religioso, einen Ordensmann o un laico, oder einen Laien, que no tiene una relación con María, der keine Beziehung zu Maria hat, yo sé que es un huérfano. Dann weiß ich, dass er ein Waisenkind ist. Ja. Y está en peligro. Und dass er in Gefahr ist. Es algo muy importante. Es ist etwas sehr, sehr Wichtiges. El diablo tiene la más importante meta contra nosotros. Der Teufel hat ein sehr wichtiges, also der hat ein großes Ziel mit uns. Y es la familia. Also ein Ziel als Angriff, und das ist die Familie. Der Teufel greift die Familie an. La familia es lo que el diablo tiene acá entre ojos. Der Teufel ist das, was er ganz genau im Visier hat. Y por eso quiere esconder la madre. Und deshalb möchte er, dass die Mutter verschwindet, die Mutter bedecken, dass man sie nicht mehr sieht. Por eso mucho cuidado con las sectas cristianas. Deshalb ganz, ganz, ganz viel Vorsicht mit den christlichen Sekten. Porque ese es el ataque más astuto del diablo. Weil das der eine ganz, ganz clevere, ein ganz, ganz cleverer Angriff vom Teufel ist. Para esconder a María. Um Maria zu verstecken, weil die nicht an Maria glauben. Que el Señor tenga misericordia de todos ustedes. Dass der Herr viel Barmherzigkeit mit euch allen hat. Y que les dé la gracia. Und dass er euch die Gnade gibt. De entender. Zu verstehen. Que esta vida es muy corta. Dass dieses Leben sehr kurz ist. Und dass die einzige Form, um dieses Leben zu leben, para nosotros, a quien tanto se les ha confiado, für uns, denen der Herr so viel anvertraut hat, es la santidad,
ist die Heiligkeit. No hay otro camino. Es gibt sonst keinen Weg, keine Alternative. Nunca se arrepentirán si buscan la santidad. Und niemals, niemals werdet ihr bereuen, wenn ihr die Heiligkeit in eurem Leben ersehnt. Es el único camino. Das ist der einzigste Weg. Amen. Amen. Gracias. Vielen Dank.